Ja, moin moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Und wenn man hier in Reue sagen würde, ei Gude. Ich bin Christian, ich präsentiere zum 100. Mal. Ja, wir haben unsere 100. Folge Sebastian Rothwild hier auf dem True Farming 2 Side Story Kanal. Und das verdanke ich in erster Linie erstmal nur euch, weil wenn ihr diese Geschichte nicht gucken wollen würdet, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr weitermachen, weil jetzt für 15 oder 20 Klicks würde ich es dann nicht mehr tun, weil dann würden wir sagen, okay, die Geschichte ist uninteressant, aber anscheinend gefällt sie euch wirklich und das gefällt mir sehr, weil ja, es ist ein schönes Gefühl zu lesen und zu hören, dass euch das gefällt, diese ganze Materie hier, und dass der Charakter Sebastian Rothwild euch auch in True Farming 2 sehr, sehr gefällt. Also recht herzlichen Dank für 100 Folgen, für all die, die es regelmäßig geguckt haben. Ganz, ganz, ganz großen Dank für jeden Like, für jeden Kommentar, auch für das Abo, was vielleicht auch durch diese Story passiert ist. Ganz, ganz, ganz großen Dank, und für alle, die es noch nicht getan haben, seid Teil dieser Community, abonniert diesen Kanal, ihr unterstützt damit halt nicht nur mich, sondern auch viele andere aus dem Team, ne? Sind ja einige, die hier aufnehmen für diesen True Farming 2 Side Story Kanal, und ich bin stolz darauf, dass ich der Erste bin, der die 100 Folgen knackt mit euch zusammen, und ja, ganz, ganz großen Dank an euch, weil ohne euch würde das Ganze hier nicht funktionieren, ganz, ganz ehrlich. Ja, ihr habt gesehen, ich habe gerade die Scheibenegeln dran. Das heißt, wir haben unser Feld, was wir demnächst ja dann für den Kuhstand haben, wir jetzt quasi vorbereitet. Sprich, das Saatbeet ist erstellt. Wir können uns dann natürlich in der Übersicht mal anschauen. Nicht wundern, der Kalk liegt hier, weil der Rosenberg hat sich auch unseren Traktor ausgeliehen. Also sowohl Fendt als auch... Ach, da ist er schon wieder. Okay, er ist wieder da. Und dementsprechend können wir da auf jeden Fall... können vielleicht mal eben schnell einladen. Und wir können euch erstmal vielleicht den Herrn Schütter anrufen, dass wir eben mit dem Fendt mal runterfahren, Spritze, und dann müssen wir kurz klären, was er braucht, ob er Herbizide braucht oder Dünger. Dann können wir einmal runterfahren und das Ganze mal präsentieren, mal zeigen, dann kann er es halt mal testen. Und ja, dann gehen wir weiter. So, jetzt fahren wir uns hier rein, stellen jetzt alles wieder ab. Ich musste die Sämaschine rausnehmen, weil die halt davor stand. Das heißt, wir von unserem Teil haben jetzt alles erledigt. Das heißt, das Feld, was ja demnächst zum Kuhstallplatz wird, also zum Bauplatz wird, hatten wir gesagt, wollten wir auf jeden Fall eine vernünftige Grasansaat machen. Das heißt, jetzt der Grund ist dafür gelegt. Und jetzt kann ich demnächst mit dem Kollenleiter zusammen, Ende macht er das, weil ich habe jetzt das Ganze ja letztendlich ja jetzt vorbereitet. Jetzt müsste er quasi nur seine Sämaschine schnappen und eben Gras drauf drücken auf das Feld. Also von daher. Soll das wohl klappen. Wenn wir jetzt hier in den Saal reinkommen, ohne alles kaputt zu fahren, sind wir natürlich, dann haben wir es geschafft. Ja, 100 Folgen, wir sind keine Sekunde schlauer. Nein, also wie gesagt, 100 Folgen, ich bin echt stolz drauf. Und das ist jetzt der Erste, der es schafft. Okay, viel Kalk hat er nicht verbraucht. Stellen wir uns ganz hier einfach mal ab. Ja, viel Kalk hat er nicht verbraucht, das steht mal fest. So. Jetzt geht's aber. Oh, ist das doch nicht wahr? Was ist denn los? Passt das jetzt mal rein? So, jetzt aber. Das, dann würde ich sagen, machen wir den Hof im Ready, im Clean. Sprich, wir laden mal ganz kurz den Dünger ein. Dann lassen wir den Kalk einfach im Streuer jetzt drin. Dann ist das halt so. Weil Dünger brauchen wir aktuell eh nicht, weil wir unsere Felder sind ja fertig, und die noch nicht fertig sind, dürfen eh nicht mit diesem Kunstdünger gedüngt werden, weil wir die auf Bio umstellen wollen, die beiden. Dementsprechend kommt uns das so ganz gut gelegen. Ja, ansonsten, das Feld ist fertig. Unsere Felder sind ja weiterhin absolut on point. Dementsprechend gibt es noch nichts zu meckern, nichts zu merkeln. Das passt soweit. Unkraut haben wir auch nicht da. Klar, wir müssen den Weinberg muss ich noch fertig machen. Aber das mache ich dann, ja, vielleicht später noch ein bisschen. Aber ich versuche es halt dann außerhalb der Aufnahme, damit ihr halt nicht jetzt da die nächsten 50 Folgen dann mit Mulchen, mit tiefen Lockern des Weinbergs beschäftigt seid. Nein.
Wir werden jetzt gleich den Herrn Schütter anrufen. Wir holen dann gleich eben unseren Fan vom Feld oben. Dann lassen wir einfach den Tiefblocker da stehen. Wir wissen, in welcher Reihe wir ansetzen müssen. Ja, und dann geht's weiter. Und wie gesagt, schön, wie gesagt, in 100 Folgen. Das macht mich echt glücklich, weil wie gesagt, wir haben zumindest mal eine Weinlese hinter uns. Wir haben schon eine Weinproduktion hinter uns. Jetzt haben wir bald unsere erste große Ernte hier. Nachdem wir zu Anfang sehr, sehr viel Gras hatten, haben wir jetzt gesagt, haben wir ja quasi die Felder umgestellt. Und ja, jetzt geht es immer darum, zu warten, dass unsere Felder fertig werden. Wie gesagt, hier haben Sonnenblumen angesät für die Ölmühle auf Wunsch von Herrn Rosenberg. Wir haben Hafer angesät für den Landhandel, für den Fibeljub. Und der Rest Weizen und Gerste ist ja für den Müller vorgesehen, also sprich für den Herrn Rheingrub, damit er Mehl produzieren kann, damit die Bäckerin, sofern sie wieder eine neue Bäckerei hat, dann halt auch wieder richtig backen kann. Aber nichts vorbei, dass das soweit passt. So, dann würde ich sagen, kippen wir das mal schnell in Silo. Räumen den Hof mal fix auf. Schnappen uns dann mal eben schnell unseren Fendt. Rufen dann mal eben unseren Herrn Schütter an. Der wollte ja alles testen mit der Spritze. Das ist einfach wild hier. Gleich beantragen neues Silo. Jetzt stehe ich mit euch und muss mal gucken, wie ich den Haken hier rauskriege. Na, es tut mir wirklich leid, das zu essen. Mal gucken. Hat er gesehen? Psst. In der 100. Folge dürfen wir einmal schieben. So. Jetzt wollen wir neu ansetzen. Ansonsten mache ich natürlich die Rückseite auf und dann fahren wir von der anderen Seite aus rein, weil das ist ja mittlerweile nicht mehr witzig hier. So, jetzt aber komm. So. Schlagen. Kann ich wieder davon fassen. Das gibt's doch nicht. Leute, wisst ihr, was wir das gleich sagen? Wir lassen das stehen im Rutz der Aufnahme. Eieieiei, was ist denn heute los? So, ja, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, wir sind gerade im Livestream, das heißt, also diese Folge ist wieder an einem Freitag aufgenommen. In der Regel wird ja alle zwei Wochen True Farming 2 gestreamt, und schon bei Twitch dabei, bei Tine, bei McManus und den Freezy. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die da auch so unterstützt. Ne? Immer gerne vorbeischauen, dann könnt ihr das Ganze zumindest jetzt die Hauptrollen, sage ich jetzt mal, von Herrn Kornleit und Rosenberg. Mich dann direkt anschauen. So, jetzt haben wir den schon mal drin stehen. So, schwere Geburt. Jetzt aber. Jetzt stellen wir den noch schnell in die Garage, machen die Tore zu, laufen zu einem Fan, rufen dann kurz den Herrn Schütter an, damit das halt auch in seinem Weg geht. So, jetzt auch mal. Jetzt muss noch mal sich funktioniert. Jetzt kommen wir schon den Speicherleck, pass mal auf. Dann stehe ich hier wieder 3 Minuten. Ist denn der wahre kurze Speicherleck? Das gibt's doch nicht heute. So. Boah. So, schnell den Print einparken hier. Na komm schon. Es leckt gerade, okay. So, dann würde ich sagen, hüpfen wir ganz schnell zu einem Fendt. Ist jetzt wirklich so weit weg.
rufen dann im Fahrzeug eben den Schütter an und fragen noch, was er braucht, ob er Herbizide braucht oder Dünger. Und dann soll das auch vonstatten gehen. Wir müssen nur den Tiefenlocker dann da lassen. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir den Bauern mal schnell an und fragen mal kurz nach. Schütte. Rotwildtier, hallo Schütte. Moin. Jetzt muss ich mal gut aufklären, brauchst du Herbizide oder Dünger, um das zu testen? Mit der Spritze. Nee, Herbizid. Herbizid. Gut, wo muss ich hinkommen? Zu welchem Feld? Feld 19, unten am Bauhof. 19. 17, 18. Ah, da, okay. Nee, ich mache mich auf den Weg, ich hänge es gerade an und dann komme ich gerade vorbeigefahren. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, haben wir das auch schon mal. So, wollen wir unsere Spritze drinstehen? Die stand hier immer drin. Bitte nicht rumbacken. Ja, das ist ab und zu. Ist der Trigger von dieser Tür? Ist wirklich mies. So. Dann hängen wir das mal an. Fahren wir mal schnell runter. Gut, schnell runterfahren ist eine Sache, weil ihr wisst ja, es ist ein Stück bis in die Stadt. So, jetzt haben wir hier Flüssigdünger drin. Dann laden wir die mal aus. Entladen. So. Rein. Dann geht es vorwärts. Jetzt Trinken eingießen. So, ja gut, jetzt sieht man kein Wort reichen, da habe ich aber nicht. Trinken. So. Jetzt geht's los. Dann machen wir es mal ein bisschen Schütte. Die Innensicht fahren können, dann seht ihr das besser. Ja, wie unsere Zelle, seht ihr hier, ne? Alle schön im Saft, wachsen sehr gut. Finde ich gut. Wir müssen natürlich umgucken, die Stelle hinten müssen wir ein bisschen ausflicken wieder. Ich weiß, wenn mir dauernd in die Felder fährt. Und wenn es bald so weitergeht, dann muss ich echt einen Zaun einbauen. So, Zaun runter. Und dann schauen wir uns mal Oliven an. Habe ich auch so noch nicht hier erlebt in dem Ort. Auch selber keine Erfahrung mit Oliven bis jetzt gemacht jetzt hier. Obwohl ja die Trauben und die Olivenreben ja ähnlich sind. Und Reben sind es aber nicht, bei Oliven sind es nämlich Bäume, ne? Die werden aber geschüttelt, glaube ich. Die werden nicht so wie wir bei uns gelesen, also geknüppelt. Sondern werden ja eher wirklich gelesen. So. Jetzt rappelt es wieder. Bin ich mal gespannt. Ich würde mir die Technik auf jeden Fall mal angucken, ja, wen, also sobald jetzt. So, dann geht's jetzt mal los. Baumhof, ich dachte, da muss ich durch die Stadt, glaube ich, so durch, oder? Ich komme jetzt von oben. Wir müssen durch die Stadt einfach geradeaus durch und dann Richtung. Okay, wir versuchen es mal. Weil so fahren wir jetzt richtig, ne? Ja. Ich bin noch nie von hier zum Bauhof gefahren, also. War eigentlich ein, zwei Mal ist da. So. Dann schauen wir mal. Die Stadt.
gestehen. Ja, Gott ist brav. Das passt doch gut. Wir müssen nur rechts halten. Man geführt der Straße nur voll. Das ist einfach, das kriegen wir aber. Ach, jetzt die Feuerwehr, okay. Ist das der Elektrodeutsch? Ja klar. Der Kurt unterwegs. So. Ja, wir sind richtig. Sehr gut. Das passt doch gut. Die Leute halt persönlich ganz von Team treffen und so, dann ist das immer noch mal was anderes. Ja, klar, es ist was anderes. Also ja, ganz hallo. Nee. Lauringer suche ich. Nee, ich hab Schnee ganz. Ich dachte, der ruft nochmal an. Aber du bist. Ah ja. Rotwild. Genau. Du hast eine Frage, der Rosenberg sagt, dass du die größten Anteil hast in der neuen Milchverarbeitung. Ist die schon gebaut worden oder kommt die, das noch? Die soll gebaut werden. Ich habe auch ein bisschen auf die Tube gedrückt, dass sie da hinmachen sollen. Weil aktuell verticke ich ja die Milch, exportiere ich die ja. Mhm. Weil dann wird es ja schlecht. Ja, und habe erhebliche Kühlkosten. Aber es ist alles durchfinanziert, es ist alles durchgeplant, es ist alles genehmigt. Also es hapert jetzt nur noch am Bau. Okay, weil ich das auch Problem, meine Milch ist allmählich, komme ich mir auch an die Lagerkapazitäten, auch an die Kühlkapazitäten. Also du hast auch Kühe? Ja, ich habe auch Kühe. Auch cool, wie viel denn? Lass mich mal lügen. Ich habe insgesamt 45 sogar. Ah ja, okay, cool. Und davon sind 20 Fleischkühe und ja gut. Oh, Fleischkühe auch. Ah, ja. Aber auch Jungtiere dabei jetzt gerade bei den Milchkühen. Ich habe glaube ich 150 Kühe oder so. Oh Gott. Nee, mir ging es um die Milch, weil ich habe jetzt mittlerweile ja den Stall über die Hälfte voll mit Milch und jetzt dachte ich mir, irgendwann mal schnell loszuwerden, bevor es wirklich dann nicht mehr lagerbar ist und ich es wegschmeißen muss. Das wäre natürlich auch ärgerlich. Ja, nee. Also ich denke, das sollte hingekommen. Also okay. die haben, wie gesagt, ich habe heute die letzten Raten überwiesen. Das sollte jetzt eigentlich ziemlich zeitnah passieren. Alles. Kannst du ja melden, sobald das Ding steht, weil dann würde ich die Milch, da du ja Haupteigner bist, dann an euch verkaufen direkt natürlich. Ja, genau. Gut. Das läuft aber eh alles über die Genossenschaft. Genossenschaft hält ja 51%. Ja, genau. Bei der Traubenproduktion ja auch so jetzt mittlerweile. Ach, du hast Traubenproduktion gebaut? Ich habe die zu 49% hier gebaut, weil ich meine, dadurch, dass der Einzige, wenn der die Trauben hinliefert, wäre Quatsch, wenn ich dann davon was abgeben würde. Ja. Und jetzt bei der Milch, klar. Aber bevor ich jetzt... Wie regelt ihr das mit der, wenn du da jetzt Trauben hinbringst, zu deiner eigenen Produktion quasi? Also meines Wissens nach wird hier dort veredelt und ja, 49% von Ertrag müsste rein theoretisch ich dann bekommen, ne? Ja, aber... Zusätzlich. Ich meine, die Trauben verkaufe ich jetzt zum einen. Und ja, dann musst du auch ganz normal verkaufen. Ja, genau. Weil ach so, okay. Das Gebäude gehört ja nicht mir. Das ist ja immer noch Eigentum von der Genossenschaft. So habe ich das verstanden. Dass aber ich denen die Trauben verkaufe ja und dann nochmal die Veredelung nochmal bezahlt bekomme. Dann bist du auch also doppelt bezahlt. Ja, und das müsste ja dir bei der Milch letztendlich auch passieren. Ja, eben, deswegen Frage. Ja, so habe ich es verstanden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Sonst wird es ja hoffentlich immer eine Erklärung zu geben. Ah ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Sobald was da ist, kannst du dich ja kurz melden. Dann falls nicht mit Stranzherr kommt. Mach ich. Alles klar, danke dir. Jo, tschüss. Hallo, Joris. Hallo. Ich hätte gerade Laura am Telefon. Wo muss ich hin? Da hinten zu den Baum rein. Ja, ich fahr mal rüber. Kann ich einmal ins Feld fahren? Ja, mach ruhig. Was? Das sieht interessant aus. Ja, mir geht das letztendlich darum, ich muss hier ja auch Unkraut bekämpfen und mit einer normalen Spritze wittert ja nichts. Ja, nee, logisch, da knallst du nur gegen. Genau. So, also hast du gleich diese Rebenartige oder Olivenbäume, ne? Genau. Oh, interessant. Und die werden geschüttelt, oder? Zum Ernten?
Genau, ich habe da hinten so einen Schüttler, der fährt dann hier um den Baum rum, schließt so eine Plane und schüttelt dann und dann fallen die alle. Ja, ich habe es nochmal beim Fernsehen gesehen, ganz irre Aktion. Aber die Dinger rappeln ja wirklich wie wild. Ja. Wolltest du noch versuchen oder soll ich ihm ranfahren? Ich wollte halt einfach letztendlich mal gucken, ob es passt und dann eventuell auch, ob wir uns, weiß nicht, ob ich mich an der Maschine beteiligen kann. Ja, letztendlich brauchst du die einmal im Jahr. Meinetwegen können wir gerne, kann ich sie gerne nochmal ausleihen oder so. Dann können wir uns dann vielleicht hier beziehen, teilen. Einmal zahlst du voll, einmal ich voll. Genau. Ich meine, das wird mich jetzt nicht umbringen. Ich muss jetzt nicht extra noch eine eigene Maschine kaufen, wenn du. Nee, ist mir auch recht, weil ich brauche die vielleicht zweimal im Jahr. Einmal zum Herbizide sprühen und einmal vielleicht zum Düngen. Und dann war es das auch. Und dementsprechend, ob es jetzt dann doppelt genutzt wird, wird mich jetzt nicht stören. Also. Ja. Ich weiß nicht, kannst mal probieren. Soll ich versuchen, mal zu selber ranfahren? Du kannst auch eben. Ja, ich fahre mal gut ran. Von der Höhe passt das, ne? Ja, fahr ich nicht kaputt. Achtung. Und hilfst was? Ja. Ich würde sagen, dass das was hilft, aber irgendwie. Ja, ich glaube, ich muss von beiden Seiten dran vorbeifahren. Kann das wohl? Moment. Na, wobei. Ja, scheint zu funktionieren. Ja, ist okay, kleiner Boden, da sagt er jetzt, wenn man drüber. Ist schwer zu definieren, ne? Ja. Ja, soll ich mal hier lassen? Wolltest du mal da durchfahren oder? Ja, wenn das kein Problem ist, wenn du die jetzt gerade nicht brauchst. Nee, alles gut. Wäre das gut. Hast du ein Fahrzeug für mich, mit dem ich zurückkomme? Letztendlich kannst du auch nur die Maschine hier lassen. Also ich komme damit. Ach so, stimmt. Ja, du hast ja. Nee, du brauchst. Ja, stimmt. Du hast ja gar nicht. Ja. Du hast ja ganz andere Breiten als ich in den Weinreben. Ja. Ne, und dann lass ich einfach hier stehen. Ist aber jetzt nur halb voll, sind nur 2000 Liter drin. Mehr hatte ich nicht am Hof gehabt. Ja, alles gut. Zur Not musst du mal kurz vom Händler was nachkaufen oder so. Ja, das kriegen wir schon hin. Okay, Jungs, dann lass ich gerade da stehen und nimm nur einen Traktor mit, ne? Perfekt. Alles klar. Ja, kein Problem. Ciao, ciao. Ja, das passt doch gut. Da können wir ihnen auch helfen. Und ich meine, wenn wir uns die Maschine teilen können, ich vielleicht so ein bisschen durch spare. Ich meine, was will ich denn mehr? Ich meine, wir brauchen sie ja wirklich nur zweimal im Jahr, einmal zum Herbizide sprühen, einmal zum Düngen. Rest des Jahres steht sie quasi am Hof rum. Und ob es dann einmal mehr im Einsatz ist, einmal weniger, das frisst der Kampf. Das ist ja egal. Aber meine lieben Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt. Danke wirklich für 100 Folgen. Ich bin euch echt dankbar, dass ihr diese ganze Geschichte so hart hier feiert und so mitgeht. Freut mich sehr. Ich hoffe auf viele weitere 100 Folgen, dass ihr weiterhin am Ball bleibt, mitkommentiert, mir Tipps und Ratschläge gebt und alles weiter. Ihr wisst es ja. Ne? Also bitte lasst gerne ein Däumchen nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Zeitstories zu verpassen. Schreibt gerne was in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph vom True Farming 2 Zeitstory-Kanal. Ciao.